So. Sie ist riesig. Wie sollen wir bloß Mama finden? Wir werden sie hier rausholen, Hugo. So, Freunde, genug getrödelt. Hey, warte! Eigentlich wollte ich ja was sagen. Sie ist traurig. Sie wird sich wieder beruhigen. Aber können wir ihr nicht helfen? Deswegen sind wir hier. Wir helfen ihr, sich zu rächen. Und am Leben zu bleiben. Wir haben den Knirps und die Ratten. Wir sind unbesiegbar. Rodrik, erst 5. Den Knirps. Okay, darf ich jetzt auch mal was sagen? Sehr schön. Also, wir bewegen uns hier gerade relativ offensichtlich auf eine Burg zu. Es wird einen Mordskampf da drin geben. Ja, noch mordsmäßiger als den Kampf im letzten Video gegen Nikolas. Und der war Mords. Ja. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zum möglicherweise letzten Video zu Plague Tale Innocence. Möglicherweise aber auch vorletzten oder vorvorletzten Video. Das hängt davon ab, wie oft ich sterbe. Und ob ich das Spiel vielleicht sogar kurz noch abbreche, weil es an die Nerven geht. Letzteres glaube ich aber nicht. Wir bewegen uns auf jeden Fall aufs Finale zu. Das steht da vorne. Und wie lange es jetzt noch dauert, wie viele Videos es noch werden, kann ich nicht genau sagen. Aber es werden definitiv nicht mehr viele. Ja. Kapitel 15 beendet. Jetzt sind wir in Kapitel 16. Das ist das letzte Kapitel. Es klingt auch so. Es heißt Krönung. Das heißt, irgendjemand wird gekrönt. Oder es gibt Kaffee. Das werden wir aber sehen. Wir bewegen uns jetzt auf die Burg zu. Der Lukas und die Melli sind schon vorgerannt. Und jetzt schauen wir mal, wie es da drin abgeht. Rodrik ist auch da. Der ist ja groß und stark. Der macht die... Ja... Er schlägt die Soldaten ja durch die Rüstung durch, ne? Melli, beruhige dich. Die verdammten Ratten blockieren den sichersten Weg hinein. Sie machen das nicht absichtlich, Melli, sie... Wir haben keine Wahl. Wir versuchen es durch die große Tür. Aber passt auf! Jetzt muss ich nochmal gucken, kann ich immer noch... Warte! Okay. Lasst mich mal ganz, ganz kurz... Ist sie wütend auf mich? Nein, sie ist wütend auf alles. Aber... Ja... Gib ihr ein bisschen Zeit, Hugo. Also ich bin der Meinung, jetzt so großartig vorbereiten kann ich weiter nichts. Das geht nicht. Das geht nicht. Weiß nicht, ob ich Feuer löschen muss. Das kann natürlich passieren. Davon gehe ich auch aus. Deswegen mache ich mal ein bisschen mehr davon. Mal 10, das soll reichen. Feuer anmachen. Glaube ich weniger. Steine haben wir nicht mehr. Da können wir nichts machen. Da können wir auch nichts machen. Also sprich, unsere Möglichkeiten sind jetzt relativ eingeschränkt. Da haben wir noch diese Rattenkontrolle. Da können wir jetzt quasi... Können wir natürlich nur machen, wenn Ratten da sind. können wir Ratten anlocken und auf die Gegner schicken. Ähnlich wie wir es mit Nikolas gemacht haben. Da sind jetzt so ein paar ausgegangene Fackeln. Ich probiere mal, ob ich das... Nö. Ankrieg. Okay, Amicia macht sowas mal nicht. Hat sie Steinschleuder nicht dabei, oder was? Also es geht momentan jedenfalls mal nichts. Vielleicht müssen wir auch zuerst das Gebäude betreten. Zumindest nimmt sie aber auch mal Sachen auf. Mir wäre es eigentlich auch ganz recht, wenn jetzt vielleicht zum Schluss nochmal so eine Werkbank käme, dass man jetzt hier so noch ein bisschen was vorbereiten kann. Beziehungsweise fertigstellen. Ich habe ja noch 2 unfertige, beziehungsweise nicht vollkommen aufgelevelte Sachen da in meinem Inventar. Vorsicht! Ah ja. Aber vielleicht muss das ja auch nicht sein. Hey, glaubt ihr, es hat bereits angefangen? Was ist es? Tal, das ist riskant. Tal ist weiß, was er tut. Heute nehmen wir lieber die Hintertür. Das sagt er zumindest. Sie ist bestimmt versperrt. Sie gehen. Unsere Gelegenheit. Lukas, komm mit mir. Melli. Hab Vertrauen. Jetzt machen wir erstmal unsere Arbeit. Gut, ich gehe zurück. Sei vorsichtig. Verdammt! Er wird sie sehen! Sieht er da denn wirklich was? Hat aber gedauert. Ich helfe ihm. Bleib hier. Ich hoffe, sie schaffen's. Sie kennt die Stadt und führt sie sicher in die Irre. Los, nutzen wir die Gelegenheit. Okay. Erledige ihn. Du bist erledigt. Ja, das hat er schon drauf, ne? Der Rodrik. Ich habe mich von etwas gehen lassen. Lass mal hier ein bisschen umgucken. Da liegt auch was, ja. Also ein bisschen aufsammeln werde ich noch, weil es geht ja. Also wird es einen Grund haben. Steinchen sind wahrscheinlich auch sinnvoll.
fragwürdig ist, ob es jetzt hier weitergeht, aber ist ja eigentlich Melly lang geflüchtet. Nee, das geht nicht. Okay. Das heißt, wir schleichen uns jetzt erstmal hier durch. Und wahrscheinlich müssen wir so ziemlich geradeaus auf jenes Gebäude da zu, was in den Himmel ragt. Hat sich einiges verändert hier. Die Glocken, die Kathedrale, Amicia. Vitalis ist dort. Das heißt, Mutter ist ebenfalls dort. Dem Bastard bereiten wir eine Überraschung. Zuerst müssen wir die anderen finden. Und es werden sicherlich noch ein, zwei Gegner kommen auf dem Weg dahin. Zeig mal her, geh mal her, lass mich da hinten, lass mich da hin. Ich will das haben. Da ist auch was, schön. Hey, warum bebt die Erde? Wo sind die Ratten. Sie sind hier, unter uns. Also haben sie alles zerstört. Seht euch den Boden an. Wir müssen ein bisschen langsam tun, die sind auf jeden Fall mal irgendwo Leute. Da vorne. Und das sind zwei, wie es aussieht. Kann man da was tun? Wir bewegen uns erstmal weiter geradeaus. Versuchen wir mal den Konflikt aus dem Weg zu gehen. Steht da, wenn du L2 gedrückt hältst, um ein Ziel für die Ratten zu bestimmen, zeigt roter Dunst die Horden an, die unter der Erde gefangen sind. Lösche die Lichtquellen, um sie zu befreien. Okay. Treffe ich das von hier aus? Ja. Ist klar. Bist du sicher? Ja, sie hören auf mich. Wow. Wow. Die hören auf mich. Klasse. Also ich habe jetzt kein Rattenproblem mehr. Oder wir. Frage ist, da lang eine gute Idee. Jetzt gehen wir erstmal in Richtung Kathedrale. Nur mal, um es auszuprobieren. Ich bezweifle aber, dass der direkte Weg derjenige ist, den wir nehmen können. Und da zeigt sich das auch schon, ne? Da ist ein Loch, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Okay. Ja, also müssen wir doch außen rum. Aber wir haben ja jetzt Ratten, die auf uns hören. Von dem her ist das einwandfrei. Hier geht's noch rein. Vielleicht gibt's hier noch was zu holen. Ja, da liegt schon was. Das ist super. Okay, scheinen wir schon voll zu haben. Das heißt, ich schau mal, ob ich das irgendwie verarbeitet krieg. Nehme an, Feuer entzünden könnte noch sinnvoll sein und eben Feuer löschen könnte auch noch sinnvoll sein. Zum jetzigen Zeitpunkt. Da können wir leider nichts machen, das können wir auch nicht machen. Okay. Werkbank bis jetzt vergebens gesucht, seit längerem. Vielleicht kommt auch einfach keine mehr, weil das Spiel gleich zu Ende ist. Ginge es rein theoretisch lang, ja. Also nicht direkt, aber da ist noch was. Wäre ich du, würde ich das nicht anfassen. Warum? Die Geißler peitschen sich damit blutig. Da kleben wahrscheinlich Hautstücke dran. Oh, verstehe. Bäh. Bäh, sagt er. Bäh. Na gut, also das war's in der Ecke mal. Das heißt, hier vorne wieder nach rechts. Die Ratten durften uns ja eigentlich nichts anhaben können. Normalerweise. Ne? Nö, die Weichen, die Weichen. Super. Lag hier noch irgendwas Lustiges, Sinnvolles? Nö. Ach, Roderick tut sie auch nichts. Vitalis hat niemanden ausgeschickt, um nach ihm zu suchen. Seltsam. Kriegen wir die ausgeschossen? Ja, Vitalis hat sich verändert, seit der Träger ankam. Wer hat mich gerade hier? Schnapp! Sie hören einfach nicht auf mich. Wie, jetzt hören sie nicht auf dich? Jetzt auf einmal hören sie nicht auf dich. Amicia! Ja, jetzt, aber wenn er reinläuft, ist er rein theoretisch erledigt. Er läuft aber nicht selber rein. Was ist jetzt los? Wieso können sie dich jetzt auf einmal nicht hören? Ja, na komm doch her, Mensch! Das wird kein gutes Ende nehmen. Ja, tatsächlich. Sie reagieren nicht.
Ja, aber warum reagieren sie nicht? Was ist denn jetzt los? Ja. Das ist aber kein gutes Versteck. Stehen bleiben, verdammt! Zurückkommen! Ja gut, dann muss ich wahrscheinlich versuchen, sie einfach auf ihn drauf zu schicken, die Leute, ne? Die Viecher. Ich finde euch! Das wird kein gutes Ende nehmen. Ja, wie denn jetzt? Was denn jetzt? Lockt Ratten aus der Umgebung an. Habe ich doch gemacht. Mein Gott, nein! Oh, das ist aber kein gutes Versteck. Ich kriege euch schon noch. Oh, ja, hilf mir! Jetzt! Yes. Hey, ich mach's kurz und schmerzlos. Eieiei. Stehen bleiben, verdammt! Zurückkommen! Dreh die um. Na komm. Jetzt bleibt er so stehen. Na komm schon. Was ist denn das jetzt für eine Nummer? Nein, weg mit uns! Weg mit uns! Ist das unglaublich, ey. Ich finde euch. Oh mein Gott, okay. Kannst du dir nicht vorknöpfen, Roderick? Ich muss da irgendwie lang, glaube ich. Scheiße, nicht so! Bitte nicht so! Nicht mit stehen bleiben, verdammt! Zurück! Eieiei. Nein, weg mit euch! Weg mit euch! Hey, ihr da! Ich werde euch manieren! Ich finde euch! Na. Das wird kein ist unglaublich. Wie soll ich denn da jetzt vorbeikommen, Jungs und Mädels, bitte? Scheiße nicht so! Scheiße nicht so! Ich kriege euch schon noch. Die Viecher gehen auch nicht auf den. Stehen bleiben, verdammt! Zurückkommen! Jetzt kann ich nur noch Roderick probieren. Der ist für dich. Nicht bis bezahlt. Ja. Das wird kein gutes Ende. Was ist denn das jetzt für ein Quatsch hier, bitte? Nein, weg mit euch! Weg mit euch! Ich kriege euch! Ich finde euch! Naja, werden wir uns wohl killen lassen, ne? Bringt ja nichts. Amicia! Okay, definitiv schlecht. Aber gut, wir wissen jetzt, die Viecher hören jetzt nicht momentan aus irgendeinem Grund. Achtung, wach! Auf den, Hugo. Das heißt, wir müssen da irgendwie anderweitig rum oder dran vorbeikommen. Momentan habe ich noch keinen Plan. Wie? Vielleicht ist nur niemand anderes sein Protégé. Aber vielleicht ergibt sich ja was. Nee, du hast gar nichts gesehen. Na dann. Geh weg, geh einfach. Weg. Die Wache. Lass ich mir nicht zweimal sagen. Kommt her! Naja, ist ja. Okay, also definitiv sollte ich mir ach, ich weiß auch nicht. Irgendwas sparen für den. Irgendwie kriegen wir das ja jetzt nicht so leicht geregelt. Ich find's ein bisschen doof, dass es jetzt wirklich im letzten Kapitel, beziehungsweise in den letzten Kapiteln vom Schwierigkeitsgrad her nochmal so anzieht. Also gut, wir warten einfach jetzt ganz gemütlich hier mal ab. Ja, genau. Such mal in der Richtung. Ich sag's doch, ich kriege.
Es scheint unmöglich. So. Ah ja, aber jetzt lassen wir ihn noch einmal schießen. Nee, lass mal nicht. Dauert mir zu lange. Hey, was tust du denn da? Wer ist ich? Wer bist du? Nö, nö, geh mal weg, du. Du hast doch keine Ahnung. Ah, der geht da nach oben. Komm nur runter. Genau. Oh, wirft sie den jetzt? Ah, okay, ich wollte ihn löschen. Er hat da gar nicht gebrannt. Man arbeitet wie ein Hund und wird von Ratten gefressen. Tolles Leben. Okay. Der Konfrontation möchte ich jetzt ganz gerne aus dem Weg gehen. Obwohl, der hat keine so schwere Rüstung, der würde jetzt noch gehen. Allerdings scheint ihm die Ratten auch nicht wirklich was anzuhaben. Das liegt daran, dass er eine Fackel bei sich hat. Okay. Nichtsdestotrotz, hier geht's mal weiter. Moment, löschen will ich. Noch irgendwo Feuerchen zum Ausmachen? Oh, was ist denn da? Ratten. Ach, das hätte ich auch gleich sehen sollen. Ach, ja, je. Da hätte ich mir einiges leichter machen können. Naja, wenn ich jetzt wieder sterbe, sehe ich's. Beziehungsweise dann weiß ich's schon. So, also sieht's ganz gut aus soweit. Ja, jetzt machen wir noch 5 Minuten. Ich glaube, Videolänge ist schon so einigermaßen erreicht. Was war... halt jetzt natürlich wieder haben, ist relativ viel Schnittpotenzial, das habe ich bereits erwähnt, und die Tatsache, dass wir auch nicht wieder allzu weit gekommen sind. Aber wie gesagt, den Schwierigkeitsgrad, den ziehen sie ja hier nun gerade wirklich mal ganz heftig an. Also in den letzten 2-3 Videos ist da einiges gegangen. Der Riesenarsch voll Ratten da im Chateau und dann natürlich der Kampf gegen Nicolas. Ja, und jetzt sind hier natürlich jede Menge Wachen. Bei dem weiß ich jetzt gerade nicht, in welche Richtung er guckt. Das sehe ich leider nicht. Vielleicht haben wir aber die Möglichkeit, seine Fackel, die er bei sich trägt, auszuschießen. Ja, den... Okay. Es ist, ja, natürlich jetzt sehr gefährlich hier. Also jetzt nur ein kleines bisschen rennen halt einfach. Also der ist weder von Ratten zu erledigen, noch kriegt den, glaube ich, der Rodrik alleine hin, noch irgendwie mit der Steinschleuder zu bekämpfen. Also von dem her wird uns wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben, als entweder hier irgendwie nach oben zu flüchten, was ich jetzt gerade hier so ziemlich... Okay, sieht eigentlich gar nicht mal so übel aus. Vielleicht sieht er uns hier oben nicht. So gut sehen tun die ja nicht mit ihren Helmen. Ist klar. Du kommst dann auch hier hoch, ja? Ja gut, jetzt schauen wir mal. Damit müsste aber zumindest mal sein Helm schmelzen. Ne, womit war denn das? Ja.
Das lädt jetzt auch ein bisschen länger. Das heißt, es geht wahrscheinlich wieder von vorne los, der ganze Quark. Ja, wir sind wieder hier. Okay. Ja, Videolänge reicht, wie gesagt. Ich werde ein bisschen was wegschneiden müssen, vielleicht auch nicht. Ich guck mal und sehen wir es ja dann im Endeffekt hoffentlich nicht, wenn geschnitten wurde. Oder vielleicht auch doch. Mal sehen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sind dann eben gleicher Stelle dann im nächsten Video wieder und schauen mal, ob wir dann irgendwie weiterkommen. Nochmals herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Kommentar da, wenn ihr das möchtet. Ein Daumen nach oben wäre mir sehr lieb oder einer nach unten, wenn ihr unbedingt der Meinung seid, dass es sein muss. Von mir aus auch. Ja, und dann bis zum nächsten Video. Herzlichen Dank nochmal fürs Zuschauen.